Dieser Hang ist seit dem Winter unter Hightech-Beobachtung für Sprengungen oder spontane Lawinenabgänge. Der verantwortliche Regionalsicherheitschef, der Peter Schwitter, ist froh drum. Rund um die Tür bleibt er so seit Herbst auf dem Laufenden, was hier wenn passiert. Ich muss sagen, wir sind extrem zufrieden. Wir haben von Anfang an sehr gute Resultate. Es hat nicht Lawinen eigentlich schon gemeldet, wenn sie spontan sind losgegangen. Wir haben beim Sprengen haben wir auch sofort die Aufnahmen gehabt, ob gute Sicht oder schlechte Sicht. Und was noch genial ist, bei guter Sicht wird die Lawine noch filmen. Und dann können wir eigentlich, so können wir jetzt eigentlich verfolgen, ob die Lawine kommt und wie weit das geht und ob nachher nach dem Sprengen der Bereich wieder sicher ist. In der ersten Saison hat das System schon rund 30 Lawinen erfasst. Installiert hat die Anlage die Firma Geoprevent. Selbst vor Ort gehen müssen sie aber eigentlich selten. Die Wartung läuft gewöhnlich in unserer Ferne, unserem Büro in Zürich. Mit Wärmebildkamera und hochauflesender Technik kein Problem. Wir haben das obere Radar, das ist für Lawinen im Prinzip konfiguriert. Und das bedeutet, man kann sich das vorstellen wie eine Kamera, die den Hang anschaut. Ist im Prinzip ein bisschen ähnlich mit dem Radar. Im Unterschied zur Kamera ist es einfach so, dass das Radar bei jedem Wetter sieht, also auch wenn es Nebel hat, wenn es stürmt oder auch in der Nacht, sieht das Radar, was da hinten passiert. Und sobald das Radar Bewegung erkennt, sagen unsere Algorithmen, ist das eine Bewegung, die eine Lawine ist, ist das eine Person oder ist das allenfalls beispielsweise ein Helikopter, der einfach durchfliegt. Ein gleiches Radar ist bei Zermatt Randan im Einsatz, lest eine Strassensperrung und Ampelsignal aus, ein errechneter Entscheid innerhalb weniger Sekunden. Man sieht hier die Liste, wenn die Lawine detektiert ist, also welches Datum, zu welcher Zeit. Hier auf der Karte wird direkt eingezeichnet, was das Radar gesehen hat, mit so Intensitäten, wo das Signal wie stark war. Und jetzt haben wir hier hinten noch schöne Kamerabilder, weil es an dem Tag, was sie hier ausgelöst haben, gerade schön Wetter war. Man sieht jetzt hier Bildserie, die aufgenommen worden ist von der Kamera. Also sobald das Radar Bewegung sieht, werden automatisch Bilder triggert bei der Kamera. Und jetzt sieht man hier, wie die Lawine unterwegs ist. Plus lesen wir hier noch ein paar Parameter aus, eben wie schnell ist die Lawine ungefähr gewesen und wie gross ist die Lawine aufgrund von dieser europäischen Klassifikation. Plus hier noch sieht man, wie lange dass die Lawine unterwegs war. Die Installation von so einem System hat hier rund 250'000 Franken gekostet. Der hiesige Bahnchef ist froh, das Hightech-System vor Ort zu haben. Die Zusammenarbeit mit dem regionalen Sicherheitsverantwortlichen muss im Ernstfall schnell und zuverlässig funktionieren. Also der Hang, der mit dieser Anlage überwacht wird, ist eigentlich das Skigebiet, nicht bedrohen in dem Sinne. Und gleich ist für uns sehr, sehr wichtig, weil der Sicherheitsdienst kann schneller reagieren, eher sicher und nachher auch schneller entscheiden, ob man die Straße oder den Zugang zum Dorf und Surf selber wieder kann, als sicher beurteilen und freigeben. Schlussendlich muss aber euch klar sein, wer in einem Berg lebt, der lebt euch mit dem Risiko von einer Naturgefahren. Alle möglichen Gefahren ganz ausschliessen können die Wetterexperten nur Hightech-Geräte.